Dobre rano. That's my only Czech I can speak, oder das Einzige, was ich sprechen kann. So, schön, dass Sie heute Morgen schon so früh aufgestanden sind. Takže dobré ráno, slyšeli jste od Česky, to je to jediné, co pan profesor Český umí. Und jinak je velice rád, že jste si ráno v takovém počtu přivstali. Und Sie haben schon gehört, wie kompliziert das Immunsystem ist, und ich möchte es noch ein bisschen komplizierter machen. A už jste slyšeli o tom, jak komplikovaný je imunitní systém, já bych to chtěl učinit ještě trošku komplikovanějším. Aber die Idee, das Immunsystem gegen den Tumor einzusetzen, ist schon relativ alt. Ale ten pojem, že imunitní systém se dá použít i proti tumorům, je již relativně starý. Und schon die Kollegen vor 100 oder auch 150 Jahren haben schon versucht, das Immunsystem zu aktivieren. Die wussten natürlich nicht über die Komplexität dieses Immunsystems, was wir eben gehört haben. A již naši kolegové před 100, dokonce 150 lety se pokoušeli využívat imunitní systém, samozřejmě tenkrát nevěděli, jak je to komplikované. Und Sie sehen, dass viele Arbeiten aus Deutschland kommen, aus 1860, 1870. Und die Kollegen damals haben Bakterien in den Tumor gespritzt, um eine Entzündung auszulösen. Tady sami vidíte, že tady jsou práce z let 1860, 1870 a již tehdy vlastně naši kolegové pokoušeli tento systém využívat. Und ich möchte im Folgenden auf zwei Standbeine der Immuntherapie fokussieren. Einmal die natürlichen Killerzellen und die T-Lymphozyten, die wir jetzt auch schon gehört haben. A já bych se chtěl tedy v této prezentaci soustředit na ten imunitní systém z hlediska především přirozených buněk, tedy těch NK a potom T lymfocytů, které byly taky už uvedeny. Es gibt natürlich noch viele andere Zellen, die positiv, aber auch negativ sind, aber wir haben schon einiges darüber gehört, über die Komplexität, aber das sind unsere zwei Zellpopulationen, die wir vor allem einsetzen möchten gegen den Tumor. My víme, že máme ještě celé řady dalších buněk, jak pozitivně, tak negativně působících. Toto jsou, co jsme viděli předtím, ale dva systémy, které relativně hodně využíváme proti tumoru. Und bei vielen Patienten ist es vielleicht gar nicht möglich, den Tumor zu eliminieren, aber wir können vielleicht ein Gleichgewicht erreichen, so dass der Patient über längere Zeit mit seinem Tumor leben kann. Das ist auch ein Ziel der Immuntherapie. Wenn es natürlich zum Escape kommt, dann heißt es Progression des Tumors und das Immunsystem ist überfordert. U řady pacientů samozřejmě není možné ten tumor odstranit. My se ale snažíme pomocí těchto buněčných systémů minimálně ten problém zmírnit tak, aby ten pacient s tím tumorem mohl co nejdéle přežívat. Und hier spielen vor allem suppressierende oder suppressive Elemente wie diese regulatorischen T-Zellen, was wir auch schon gerade gehört haben, eine wichtige Rolle, die verhindern, dass das Immunsystem die Tumorzellen effektiv angreifen können. A tady hrají právě tu hlavní roli ty supresivní systémy, které spolu s těmi některými věcmi, které jsme smyšleli té předchozí přednášce, nám pomáhají. Ein Ziel ist es also einmal, diese immunsuppressiven Elemente zu verhindern, dass die zu aktiv sind, aber auch diese aktiven Elemente wie die natürlichen Killerzellen, die T-Zellen zu stimulieren. Především jsou to tedy ty supresivní imunobuňky, které využíváme a které nám pomáhají potlačovat ten problém. Und da müssen wir uns nochmal angucken, wie das Immunsystem funktioniert und spezifisch bestimmte Antigene eliminieren kann. A my se potom musíme podívat na to, jak ten imunitní systém funguje a jak může nám vytvářet i odpovídající buňky. Und Sie wissen, dass die Zellen entweder Virusantigene oder auch Tumorantigene, das funktioniert sehr ähnlich zu Virusimpfungen, Antigene aufnehmen, prozessieren und dann wieder im Kontext der HLA Klasse 1 an die T-Zellen präsentieren. My tedy víme vlastně, jakým způsobem nám tyto buňky vznikají, jak se rozvíjejí a jak nám potom působí na ty antigeny. Und das gleiche passiert auch mit den Klasse 2 Antigenen. Auch hier werden Antigene phagozytiert, werden prozessiert und im Kontext von HLA Klasse 2 Antigene an die, hier in dem Fall an die Helferzellen präsentiert.
A tady právě vidíme, jak dochází k tomu, že vlastně se nám tyto buňky prezentují tímto způsobem. Und wir haben gerade schon gehört, dass hier dann ein ganz komplexer Mechanismus abläuft. Es kommt zur Aktivierung dieser T-Lymphozyten, dann gibt es noch komodulatorische Moleküle, die das Ganze noch verstärken und dann werden Zytokine produziert und dann kommt diese Immunreaktion hoffentlich in Gang. A my jsme vlastně už předtím slyšeli, jak dochází tady k té prezentaci, nejdříve aktivaci těch buněk, jejich prezentaci a potom k tomu vlastnímu působení. Und wir untersuchen vor allem, wie können wir diese Antigenpräsentierung nachvollziehen, um gegen den Tumor spezifisch zu impfen, so wie wir gegen Kinderkrankheiten impfen. A my právě se snažíme o to, abychom zjistili, jak nejlépe můžeme tyto buňky využívat pro boj s těmi tumory. Und hier gibt's verschiedene Ansätze. Einmal können wir uns Antigene auf den Tumoren aussuchen, die schon da sind, aber im Rahmen einer bestimmten Differenzierungsstadiums nur exprimiert werden. Tady máme potom různé přístupy. My můžeme jednak tedy využít těch antigenů. Oder überexprimierte Antigene, die speziell auf den Tumorzellen mehr exprimiert sind als auf gesunden Zellen. Potom můžeme využívat ty overexpressed antigeny, které působí proti těm buňkám. Am besten aber scheinen solche mutierten Antigene zu sein, die wirklich nur in diesen Tumorzellen vorkommen und auch nur bei diesen Patienten. Ale samozřejmě jako nejlepší se nám tedy jeví vlastně postup pomocí postup vůči tady těmto mutovaným nebo virálním antigenům. Und diese mutierten Tumorproteine, die wirklich nur in diesem Tumor bei diesem Patienten vorkommen, werden ebenfalls vom Immunsystem erkannt, die werden phagozytiert, werden wieder an die CD8, an die zytotoxischen T-Zellen oder auch an die Helferzellen präsentiert, werden zerhackt und werden dann präsentiert und lösen somit eine tumorspezifische Immunantwort aus. No a tyto zmutované tumorové proteiny se nám potom tady dochází k jejich zprocesování a působí nám následně proti těm buňkám tumoru. Und hier ist wichtig, dass verschiedene Tumore verschiedene Mutationen haben und dass wir haben es eben schon gehört, das die letzte Slide von der Kollegin, die Arbeit für Melanom gezeigt hat, wo dieser Antikörper Nivolumab sehr effektiv ist. Melanome zeichnen sich durch viele Mutationen aus. Auch andere Tumoren, wie hier zum Beispiel Kolonkarzinome, Lungenkarzinome, hier sind die Melanome, haben sehr viele Mutationen und diese Mutationen können vom Immunsystem als fremd erkannt werden. A tady je důležité právě vědět, že různé tumory mají nejrůznější množství různých mutací, které musíme rozpoznávat, ať je to, a jsou to potom tumory u kterýchkoliv částí organismu. Und je mehr Mutationen da sind, desto immunogener ist der Tumor und kann vom Immunsystem eliminiert werden. A čím více vlastně tady těch mutací, tím imunogenější je ten tumor a může se vůči těm buňkám takto chovat. Leider gibt es auch einige Tumoren hier, wie Sie sehen, auch Hirntumore, akute lymphoplastische Leukämie, mehr aus dem pädiatrischen Bereich, die nicht so viele Mutationen haben. Diese Tumore sind vielleicht für eine derartige Immuntherapie weniger geeignet. A samozřejmě je tady několik také tumorů, které mají méně tady těchto mutací a to jsou tumory, které jsou pro takovou terapii méně vhodné. Wie können wir jetzt diese Mutationen feststellen? A teď se podívejme, jak můžeme tyto mutace zjišťovat. Was wir also machen, wir nehmen den Tumor des Patienten. A my děláme to, že vezmeme tumor toho pacienta. Das geht am Paraffinschnitt, was der Pathologe anguckt, ob viele Tumoren drin sind. Das ist natürlich wichtig, dass wir eine repräsentative Tumorstelle nehmen. Provede se parafinový řez, na to se podívá potom patolog, abychom viděli skutečně, jak tam ta situace vypadá. Und nehmen gesunde Fibroblasten des Patienten, also nicht Tumorzellen. A potom vezmeme vlastně netumorové buňky toho pacienta. Und sequenzieren diese ganzen Tumore und auch diese gesunden Fibroblasten mit dieser Next Generation Sequencing.
A potom odpovídat pomocí toho sekvenčního testu vlastně sekvencujeme jak ty zdravé buňky, tak ty buňky tumoru. Und so können wir genau die Unterschiede feststellen, die im Tumor da sind, aber nicht in den gesunden Zellen des Patienten. A tak to můžeme přesně zjistit rozdíly toho, jak je to v té buňce tumoru a jak je to ve zdravých buňkách pacienta. Wenn wir diese Mutationen festgestellt haben, das sind in der Regel vielleicht 10, 20 Mutationen pro Patient, dann können wir aus diesen Mutationen diese Peptide vorhersagen durch bestimmte Computerprogramme, die im Kontext dieses HLA-Systems, was ich Ihnen schon gezeigt habe, im Kontext des patienteneigenen HLA-Systems immunogen sein werden und präsentiert werden. No a jakmile my zjistíme, ten daný počet těch mutací, bývá jich 10, bývá jich 20, tak potom můžeme tedy se podívat na to, jaká je možná tam ta peptidová syntéza. Und mit diesen Peptiden können wir dann letztendlich den Patienten impfen. Wir machen das schon unter GMP-Bedingungen. Die regulatorischen Anforderungen sind sehr hoch, um das zu machen, zumindest in Deutschland. A my můžeme potom pomocí očkování těchto peptidů tohoto pacienta ošetřovat. Dělá se to poměrně často, zejména v Německu. Und es hat circa 8 Jahre gedauert, bis wir die Herstellungslizenz bekommen haben, um diese Peptide für Patienten herzustellen. A to, než jsme dokázali vyrobit pro pacienty tyto peptidy, trvalo nějakých 8 let. Obwohl es technisch relativ einfach ist. Přestože technicky je to relativně snadné. Wir haben jetzt also diese Peptide hergestellt des Patienten. Wenn wir jetzt den Patienten damit immunisieren, dann müsste Folgendes passieren. Diese Peptide werden von den antigenpräsentierenden Zellen aufgenommen, werden präsentiert, den T-Zellen, den CD8, aber auch den CD4-Zellen und sollten somit eine Immunantwort auslösen. No a my nyní tedy použijeme to, že vlastně tomu pacientovi injektujeme tyto peptidy, ty potom vytvoří odpovídající odpověď vůči těm napadeným buňkám a tak nám pomáhají v té terapii. Wichtig ist es, dass wir immer Klasse 1 Peptide, die also von HLA Klasse 1 Molekülen präsentiert werden, mit HLA Klasse 2 Peptiden, die von HLA Klasse 2 Molekülen präsentiert werden, mischen. Es sollte also immer eine Mischung sein von Klasse 1 und Klasse 2 Peptiden, um die Immunantwort zu verstärken. A abychom mohli zesilit tu imunitní odpověď, musíme vždycky mít odpovídající směs obou těch peptidů. Wenn wir also gegen Tumor impfen, machen wir nichts anderes, als wenn wir gegen Kinderkrankheiten impfen. Da machen wir genau das Gleiche. My vlastně, pokud tedy potom očkujeme tyto peptidy, neděláme nic jiného, než když očkujeme děti proti chorobám. Und da diese Peptide nur für diesen Tumor spezifisch sind, aber nicht für gesundes Gewebe des Patienten, gibt es auch keine Autoimmunphänomene, dass der Patient jetzt seine gesunden Zellen angreift. A vzhledem k tomu, že vlastně tyto peptidy působí pouze proti těm nádorovým buňkám, nikoli proti buňkám zdravým, tak dosahujeme odpovídajícího efektu. So sieht es dann aus. Wir haben hier einen Tumor, eine Peritonealkarzinose, sehr wüster Tumor. Tady tak to vypadá potom ve skutečnosti. Tady máme takový tumor. Und in diesem Tumor konnten man zum Beispiel um die 90 mutierte Gene finden. A v tomto tumoru bychom mohli najít kolem 90 zmutovaných genů. Das ist eine hohe Zahl, die wir aber auch wollen. Je mehr mutierte Gene wir finden, desto immunogener der Tumor. To je samozřejmě vysoké číslo, ale vlastně je tomu tak, že čím více je těch mutací, tím imunogennější je ten tumor. Es dauert circa 6 Wochen, bis wir aus diesem Tumor diese Tumorzellen gewonnen haben. Potom to trvalo asi 6 týdnů, než jsme z tohoto tumoru získali ty odpovídající buňky. Diese Mutationen bestimmt haben. A určili jsme ty mutace. Und dann diese spezifischen Peptide hergestellt haben. A potom jsme tedy vyrobili ty odpovídající peptidy. Man kriegt dann aus dieser Tumorinformation ein Fläschchen mit Peptiden, so sieht es dann aus. Das ist ein Gemisch von Peptiden. Tak to potom vypadá na konci, je to vlastně směs peptidů.
Und diese Peptide sind natürlich nur individuell für diesen Patienten zugeschnitten. Die können nicht einem anderen Patienten gegeben werden, weil der hat ja wieder ganz andere Mutationen. A tyto peptidy jsou vlastně provedeny na míru tomu jednomu konkrétnímu pacientovi a nedají se používat pro pacienty jiné, protože ti mají rozdílné mutace. Das heißt, es ist eine sehr patientenindividualisierte Tumortherapie. To znamená, že toto je terapie tumoru, který je velice individualizovaná pro pacienta. Wir nehmen dann dieses Peptidgemisch. Čili my vezmeme tuto směs peptidů. Und impfen den Patienten, ähnlich wie hier auf dem Bild gezeigt. Wir nehmen als Adjuvans GM-CSF, der Granulozyten-Makrophagen-Koloniestimulierende Faktor, der antigenpräsentierende Zellen aktivieren soll, lokal. My tedy potom očkujeme takovýmto způsobem, abychom vezmeme samozřejmě odpovídající adjuvans, tak abychom mohli působit proti těm buňkám. Wobei wir aber auch zusätzlich zu diesem Adjuvans auch andere Adjuvantien austesten, das ist sehr wichtig. Auch in den Impfungen, bei den Kinderimpfungen sind bestimmte Adjuvantien drin, die sehr wichtig sind, um die Immunreaktion zu triggern. My samozřejmě můžeme a bereme i jiné adjuvancie, protože to je důležité zejména u dětí. So dass hier auch noch viel Forschung notwendig ist, wie man die Immunantwort auf die Impfung verbessern kann. Takže i tady je nutný odpovídající výzkum tak k tomu, abychom zjistili, jak můžeme zlepšit tu imunitní reakci. Und dann applizieren wir diese Peptide intradermal. A potom, streng intradermal, wie Sie hier sehen, damit sich über längere Zeit ein Depot entwickelt. Potom aplikujeme tuto směs těch peptidů intradermálně, aby se tam vyvinula odpovídající reakce. Und dies wird in regelmäßigen Abständen gemacht. A provádíme to v pravidelných intervalech. Und wir können dann regelmäßig nachschauen, ob dieser Patient tumorspezifische T-Zellen in seinem Blut dann hat. A potom můžeme samozřejmě pravidelně kontrolovat, zda má ten pacient v krvi ty odpovídající té buňky. Das heißt, wir nehmen dem Patienten dann Blut ab, inkubieren dieses Blut oder diese Lymphozyten mit den Peptiden, die wir ja haben. To znamená, že odebereme pacientu krev a tu pomocí těch peptidů, které máme, potom konfrontujeme. Und schauen danach, ob diese Inkubation mit den Peptiden zu einer Stimulation der T-Lymphozyten führt, zu einer Gedächtnisantwort. A potom tedy kontrolujeme, zda tady po té inkubaci došlo k odpovídající odpovědi. Und das große Ziel ist natürlich, eine Gedächtnisantwort zu erzielen, ein langlebiges Immungedächtnis gegen diesen Tumor zu erreichen. A tady samozřejmě se jedná o to, abychom dosáhli vůči tomu tumoru skutečně dlouhodobou odpověď. Nebenwirkungen gibt es bei dieser Therapie nicht, also eine sehr schonende Therapie für Patienten, die in jedem Stadium auch durchgeführt werden kann. Natürlich muss das Immunsystem einigermaßen funktionieren. Vedlejší účinky u této terapie nejsou, takže to pro pacienty není problém. Samozřejmě je důležitý odpovědající postup. Interessanterweise haben das die älteren Kollegen von uns schon vor 100 Jahren gleich gemacht, nur haben die nicht mit Peptiden geimpft, aber die haben, wie Sie hier sehen auf dem Bild, die haben Bakterien in den Tumor geimpft und haben wahrscheinlich genau das Gleiche ausgelöst, was wir heute mit diesen Peptiden auslösen möchten, nämlich eine spezifische Immunantwort. A podobný systém nebo podobný postup používali naši kolegové již někdy před 100 lety, kteří ovšem do toho nádoru neočkovali peptidy, nýbrž bakterie a dosáhli v podstatě do jisté míry podobný výsledek. Und wir haben schon vorhin gehört, wie komplex dann dieses Immunsystem reagiert und bei diesen bakteriellen Impfungen wurden sicher sehr viele Mengen Interleukin 12 und andere antigenpräsentierende Zytokine, die die Antigenpräsentation stimulieren, induziert lokal am Tumor, was zu einer systemischen Tumorantwort geführt hat. A samozřejmě tomu bylo tak, že ty bakteriální injekce měly ještě celou řadu dalších působení, které vyvolávaly v tom tumoru. Und wenn man sich die alte Literatur noch mal anguckt, dann sieht man,
dass die Ansprechrate mit dieser bakteriellen Impfung eigentlich sehr gut war und eigentlich nicht schlechter war, als wir heutzutage bei diesen Tumoren, vor allem Sarkome wurden dort behandelt, gar nicht viel schlechter waren als mit heutiger Standardtherapie. A když se na to podíváme, tak zjistíme, že vlastně ty výsledky tohoto bakteriálního postupu, zejména u sarkomu, nebyly nějak mnohem horší, než je tomu dnes. Das war so ein Patient aus so einer älteren Arbeit. Dieser Patient hat über 12 Jahre überlebt, also nach den alten Publikationen. Podle těch starých publikací tady tento pacient přežil 12 roků. Um das Ganze zu verbessern, wurden in letzter Zeit diese Checkpoint-Inhibitoren gefunden. Wir haben das auch schon gehört. No, abychom mohli tento systém ještě zlepšit, byly vyvinuty odpovídající checkpoint-inhibitory, o kterých jsme již také slyšeli. Und die spielen wahrscheinlich auch im Rahmen einer solchen Impfantwort eine wichtige Rolle. A tyto hrají pravděpodobně důležitou roli právě při té odpovědi na to očkování. Wie Sie hier sehen, haben wir dieses Peptid, was wir hergestellt haben für den Patienten. Dieses Peptid wird den Tumor, den T-Zellen präsentiert. Tak jak vidíte, máme tak vlastně ten peptid, který byl vyroben přímo pro toho konkrétního pacienta, ten je potom prezentován té buňkám. Aber jede stimulatorische Aktivität im Immunsystem hat eine gegenstimulatorische Unterdrückung zur Folge. Ale samozřejmě každý stimulatorní účinek má v tom případě také antistimulující účinek. Und wir kennen manche Mechanismen, vielleicht noch nicht alle, aber manche, die zur Inhibition, also zur Unterdrückung der Immunantwort führen und damit auch zu einer schlechteren Immunantwort nach Vakzinierung. A my známe některé mechanismy, samozřejmě ještě ne úplně všechny, které mohou tady při působení na ty té buňky pomáhat. Und die wichtigsten beiden sind diese Interaktion zwischen PDL1 und PD1 und zwischen diesen B7 und CTLA4. Wir haben die letzte Arbeit bei Melanom, die übrigens aus unserer Universität kommt, aus unserer Hautklinik, die sehr viel Melanompatienten behandeln mit diesen inhibitorischen Ansätzen. A my máme potom některé ty mechanismy, kde je to vzájemné působení mezi PD1 a PD4.1, které se v tomto případě použili. Und das ist einmal dieser Antikörper Pembrolizumab, der vor allem bei Melanom in den letzten Jahren ja sehr, sehr erstaunliche Erfolge gebracht hat. Jsou to jednak tyto protilátky, které v posledních letech měly až překvapivě pozitivní působení vůči melanomům. Und Nivolumab, und wir haben gerade vorhin die Daten schon gesehen aus bei Patienten mit Melanom. Und Melanom hat sehr viele Mutationen, deswegen ist Melanom eigentlich ein sehr immunogener Tumor und wahrscheinlich auch deshalb spricht dieser Tumor sehr gut auf diese Therapien an. A my jsme vlastně tady slyšeli o tom, jak je to u těch melanomů, které jsou vysoce imunogenní a proto dochází tady k takovéto reakci. Und diese ganzen Immunstimulantien oder diese Impfansätze, die wir machen, machen wir in Zukunft unter diesem Hintergrund der Immuntherapie mit Checkpoint-Inhibitoren. Wir wollen also aktivieren mit dieser Peptidimpfung, aber gleichzeitig wollen wir diese Inhibition hemmen durch diese Antikörper, so dass wir die Immunantwort auf die Vakzine deutlich verstärken können. Takže my vlastně budeme i do budoucna postupovat pomocí tady těch checkpoint inhibitorů tak, abychom mohli tu odpovídající odpověď ještě zvýšit. Und es gibt schon sehr viele Studien, das müssen Sie nicht alles sehen, hier einmal mit diesem Nivolumab bei verschiedenen Erkrankungen, vor allem bei Melanom. Und mit Pembrolizumab, auch hier beim Melanom, aber auch bei anderen Tumoren, kommen mehr und mehr Entitäten, auch Lungenkarzinome, Kolonkarzinome werden schon in Studien allerdings noch behandelt. Auch in der pädiatrischen Onkologie führen wir derzeit eine Studie durch mit diesem Pembrolizumab bei allen Patienten, die dieses PD-L1 exprimieren. Das heißt, wir können auf den Tumorzellen PD-L1 nachschauen, ob es vorhanden ist. Und können dann, wenn es vorhanden ist, es muss nicht viel exprimiert sein, in unseren Studien über 1% der Tumorzellen
müssten positiv sein, dann kann der Patient in dieser Studie behandelt werden. A my jsme tam viděli na té předcházející folii takové shrnutí celé široké řady studií, které k tomuto tématu, zejména v oblasti melanomu, byly vypracovány a tady vlastně se jedná právě o to použití u toho PD-L1. Aber interessanterweise sprechen auch Patienten an, die dieses PD-L1 auf den Tumoren gar nicht exprimieren, so dass eine generelle Hemmung der Inhibition wahrscheinlich schon dazu führt, dass das Immunsystem einfach in seiner Balance stärker gegen den Tumor vorgehen kann. A samozřejmě vidíme, že tady může dojít k takovému působení těch buněk, že skutečně ty inhibitory působí velice silným způsobem. Und wir denken, dass vor allem hier Kombinationstherapien in der Zukunft eine große Rolle spielen werden. A my věříme tomu, že právě tady tato kombinační terapie bude v budoucnu hrát velkou roli. Die zweite Säule, die wir untersuchen, sind diese natürlichen Killerzellen. No a dalším takovým nosným sloupem, jehož výzkumem se zabýváme, jsou ty přirozené zabíjející buňky. Und diese natürlichen Killerzellen sind Lymphozyten, die den Tumor erkennen können. A to jsou buňky vlastně, které zabíjí ty lymfocyty a mohou rozpoznat tumor. Aber nicht im Kontext von HLA-Peptidpräsentation. Das ist der Unterschied zu den T-Lymphozyten. Ale je tady určitý rozdíl oproti tomu předcházejícímu procesu. Diese Killerzellen können den Tumor spontan angreifen und in relativ kurzer Zeit zur Apoptose oder zur Lyse bringen. Tyto buňky dokáží ten tumor relativně intenzivně napadnout. Deswegen der Name natürliche Killerzellen, weil sie ohne vorherige Immunisierung T-Zellen können den Tumor nur nach einer Impfung eigentlich erkennen, wenn sie vorher stimuliert worden sind. Diese Killerzellen können das ohne vorherige oder ohne vorheriges Immungedächtnis bewerkstelligen. A tyto buňky vlastně, které mají proto ten název killerzelle nebo zabíjecí buňky, působí tak, že napadají ten tumor. Wichtig ist natürlich, wie messen wir diese natürliche Killerzellaktivität im Labor, und das ist relativ einfach. Es gibt eine Tumorzelllinie, die sogenannte K562. Das ist eine Erythroleukämie-Zelllinie, die also von der Leukämie abstammt, eines Patienten und die im Labor kultiviert werden kann, schon seit vielen, vielen Jahren. My můžeme potom laboratorním způsobem měřit aktivitu těchto buněk. Jedná se tedy o ten přístup přes pro Erythroleukämie přes ten systém K562. Und die können wir dann entweder radioaktiv markieren, diese Tumorzellen, oder mit einer chemischen Substanz, und nehmen dann natürliche Killerzellen vom Patienten und inkubieren diese Killerzellen mit diesen markierten Tumorzellen über eine gewisse Zeit, in der Regel über 4 Stunden. A my můžeme potom tyto buňky určitým způsobem radioaktivně označit a potom je vlastně inkubovat dál. Und je stärker dieses Killing ist, je stärker diese Zellen kaputt gehen, desto mehr Radioaktivität wird freigesetzt, die wir dann im Überstand messen können. A čím vlastně dochází tam k většímu účinku, tím se tam více projevuje ta radioaktivita. Und wenn Sie im Folgenden so von Effektor zu Target Ratios hören, wie 5:1, dann heißt das, dass ungefähr 5 NK-Zellen auf eine Tumorzelle kamen. A vlastně, jak vidíte dole na této folii, máme tady potom hodnotu, kterou měříme, to je ten poměr effector to target. NK-Zellen sind sehr wichtig und hier wurden mal diese NK-Aktivität, die relativ einfach im Labor zu messen ist, gemessen bei japanischen gesunden Menschen. Sie sehen hier in der Zeitraum von 1986 bis 1990 über 3600 gesunde Menschen, und man hat diese NK-Aktivität gemessen und hat dann geguckt, wie ist die Entwicklung von Tumoren bei diesen Patienten. Waren noch keine Patienten, waren noch gesunde Menschen. My můžeme tedy laboratorně relativně jednoduše měřit tu aktivitu nebo ten antitumorní efekt těchto buněk a tady vidíme výsledky studie, kdy bylo 3625 japonských zdravých lidí v rozmezí let 86 až 90 tímto způsobem kontrolováno.
Und man hat gesehen, das ist für Männer und hier für Frauen, dass diese Menschen, die eine hohe NK-Aktivität hatten, wie wir sie eben gemessen haben über diesen Test, über die Zeit, eine hohe NK-Aktivität hat bedeutet, dass das Risiko, einen Tumor zu bekommen, niedriger war als bei diesen Menschen, die eine hohe NK-Aktivität hatten. No a tady vlastně z toho můžeme vidět, že se ukázalo, že u těch pacientů, jak u mužů, tak dole u žen potom ti, kteří mají vysokou tuto aktivitu, mají menší tendenci k tvorbě tumorů. Und Sie sehen hier auch bei den Frauen eine niedrige NK-Aktivität hatte eine höhere Inzidenz an Tumoren zu erkranken. Dole vidíme u pacientů žen, že vlastně čím nižší byla ta aktivita, tím vyšší byla tendence k tumorům. So dass die Schlussfolgerung war aus dieser Arbeit, dass diese NK-Zellen oder das NK-Zellsystem in unserem Körper eine Überwachungsfunktion hat. Und es wird ja schon lange vermutet, dass bei jedem von uns spontan Tumorzellen auftreten oder Tumorzellen, Prätumorzellen durch genetische Veränderungen in Zellen, Mutationen, die ja laufend bei uns auftreten, aber immer wieder repariert werden. Z toho se vlastně potom ukázalo, že ta aktivita těchto NK, těch zabíjecích buněk je velice důležitá. Mi ukázalo se to, co jsme už věděli, ale nevěděli jsme to ještě úplně přesně, že v každém těle jsou určité tumorální nebo pretumorální buňky. So dass wir natürlich mit unserem NK-Zellsystem versuchen, dieses NK-Zellsystem zu aktivieren, um eben zu verhindern, dass Tumoren auftreten. Oder dass sie über das NK-Zellsystem auch eliminiert werden, falls schon Zellen da sind. A my proto pomocí tady té aktivity těch NK buněk se snažíme dosáhnout toho, aby tumory v těle nevznikaly a nevznikaly, a nebo pokud již ano, aby mohly být eliminovány. Und neben diesem adaptiven Immunsystem spielt dieses innate Immunsystem eine wichtige Rolle in der Tumorelimination, was auch aus diesen Daten aus der japanischen Gruppe zu schlussfolgern ist. A tedy ten výsledek můžeme potom vlastně odvodit z výsledku té japonské studie. Es gibt einen grundlegenden Unterschied zwischen den T-Lymphozyten und den NK-Zellen. Je fundamentální rozdíl mezi T lymfocyty a těmi NK buňkami. Ich habe Ihnen gezeigt und die Kollegin vorhin auch schon, die T-Zellen müssen spezifisch geprimed werden, um den Tumor zu erkennen. Tak my jsme to nakonec viděli a slyšeli již od kolegyně přede mnou, že ty té buňky musí mít specifickou situaci pro ten tumor. Und erst wenn sie aktiviert wurden durch diese zum Beispiel Peptidvakcinierung, werden sie aktiv. A teprve, až se vlastně aktivují, ku příkladu tím očkováním těmi peptidy, tak se stanou aktivní. Die NK-Zellen arbeiten genau andersrum. Die sind eigentlich immer aktiv in unserem Körper. Zatímco ty NK-buňky, ty pracují úplně jinak, ty jsou v našem těle stále aktivní. Aber sie werden laufend gehemmt. Ale jsou vlastně průběžně brzděny. Und zwar über diesen Mechanismus. Diese NK-Zellen haben sogenannte inhibitorische Rezeptoren. A to sice tímto způsobem, tyto buňky mají takzvané inhibitorní receptory. Und diese Rezeptoren erkennen diese HLA-Klasse 1 Moleküle, die auf allen unseren Körperzellen exprimiert werden. A ty samozřejmě rozpoznávají ty odpovídající buňky, které jsou v našem těle. So, und haben natürlich diese aktivierenden Rezeptoren, mit denen sie auch Tumorzellen erkennen können, wobei wir diese Strukturen noch nicht so genau leider kennen, was die NK-Zellen letztendlich auf den Zellen erkennen. A tím vlastně dochází k aktivaci těch buněk, které mohou rozpoznat tumor, i když tady v této věci ještě nemáme úplně jasno, jak to působí. Wenn jetzt aber eine Tumorzelle oder eine gesunde Zelle zu einer Tumorzelle mutiert durch Mutationen, dann ist es oft so, dass diese Tumorzellen dieses HLA-Klasse 1 Molekül verlieren. Tady dochází vlastně k tomu, že v určité situaci ty buňky toho tumoru ztrácejí ty některé prvky. Und damit werden die NK-Zellen automatisch aktiviert, weil dieser Hemmmechanismus wegfällt. A tím dochází k automatické aktivaci těch NK buněk, protože tam odpadá ten brzdící mechanismus. Wie hier gezeigt, es ist also sehr häufig, dass Tumorzellen dieses HLA verlieren durch diese Mutationen, die entstehen und damit diese NK-Zellen
den Körper laufend überwachen auf Zellen, die verändert sind durch Fehlen von HLA Klasse 1. Tím dochází vlastně k tomu, že ty NK buňky v těle vykonávají takovou hlídací funkci, prostě v tom těle neustále sívají, zda jsou tam buňky, které mohou způsobit tumor. Die NK-Zellen gehen also davon aus, dass jede Zelle, die kein HLA Klasse 1 hat, eliminiert werden muss. A to tyto buňky NK vycházejí z toho, že vlastně veškeré buňky, které nemají tu určitou hodnotu, musí být eliminovány. Und das funktioniert innerhalb von wenigen Stunden oder Tagen. A funguje to během několika hodin či dní. Das heißt, wir haben ein faszinierendes Überwachungssystem in unserem Körper, das diese Zellen, wenn sie entstehen, sofort eliminieren, ohne dass vorher eine sehr lange Periode stattfinden muss, um diese Zellen zu aktivieren, wie zum Beispiel T-Lymphozyten. Tady to znamená, že máme v našem těle přímo fascinující systém těchto NK buněk, které dohlížejí na to, jestli se nevyskytla nějaká buňka, která musí být eliminována, aniž by byla nutná nějaká speciální aktivace. Wir wissen aus Impfungen, auch bei Kinderkrankheiten, dass die T-Zellen bis zu 6-7 Tage brauchen, bis sie eine spezifische Immunantwort auslösen können. Und das ist natürlich, wenn ein Tumor entsteht oder eine bösartige Zelle entsteht, viel zu lange. Aber NK-Zellen brauchen nur wenige Stunden bis Minuten, um diese Zellen zu eliminieren. My víme sami, ku příkladu z očkování dětí, že ty T-buňky potřebují určitou dobu, třeba 7 dní, než dochází k tomu projevení, zatímco u těch NK buněk ta reakce je během minut či hodin. Ein Ziel ist es also, dieses NK-Zellsystem zu stimulieren in unserem Körper, damit es noch effektiver wird. A naší úlohou tedy je to, abychom v těle ty NK buňky stimulovali k tomu, aby jejich aktivita byla ještě vyšší. Wir kennen einige Zytokine, die das machen können. Známe některé věci, které to mohou udělat. Eines ist das Interleukin 2, Interleukin 12 und vielleicht in letzten Jahren das Interleukin 15. Jsou to vlastně tady tyto hodnoty, které jsme viděli ukázány. Aber diese Zytokine sind natürlich auch mit Nebenwirkungen verbunden. Ale samozřejmě jsou spojeny ještě také s určitými vedlejšími účinky. Das Interleukin 2 wird ja schon klinisch oft eingesetzt. Ten Interleukin 2, ten byl již často používán. Aber leider werden dadurch nicht nur Zellen stimuliert, sondern auch gehemmt, vor allem diese regulatorischen T-Zellen, über die wir vorher schon gehört haben. Ale bohužel přitom dochází nejen ke stimulaci těch buněk, ale také k brzdění některých z nich. Interleukin 12 ist sehr toxisch, wenn wir das einem Patienten einfach infundieren. Ta látka je také velmi toxická, čili když se podá tomu pacientu. Und hatte schwere Nebenwirkungen, sodass das wieder verlassen wurde. Má celou řadu účinků, než zase tělo opustí. In den letzten Jahren gibt es einige Studie oder im letzten Jahr mit Interleukin 15, so wir müssen mal abwarten, wie die Studien mit dem Interleukin 15 verlaufen. V posledních letech se také prováděly potom studie s další látkou, kde musíme počkat na to, jak ty výsledky dopadnou. Deswegen haben wir natürlich uns nach Substanzen umgeschaut, die die NK-Zelle, das NK-Zellsystem stimuliert, aber möglichst wenig Nebenwirkungen hat. My jsme se proto ohlíželi po jiných látkách, které by stimulovaly ty NK buňky, ale měly přitom co nejméně vedlejších účinků. Bei unserer Suche, wo wir viele Substanzen durchgescreent haben, sind wir auch auf dieses MGN3 gestoßen. Oder hier in der Tschechei heißt es Immunopran. My jsme potom při zkoumání těch různých látek narazili na MGN3, které se v Česku říká Immunobran. Und es gibt einige Arbeiten, die zeigen, dass dieses MGN3 das NK-Zellsystem stimuliert. A jsou některé práce, které ukazují, že pomocí té látky MGN3 se provádí nebo dá provádět stimulace těch NK buněk. Und ich muss zugeben, wir waren auch etwas am Anfang skeptisch, ob das wirklich so ist. Já jsem byl vůči tomu na začátku také částečně skeptický v tom, jestli to bude možné. Und haben in unserer Klinik eine kleine Studie gemacht mit gesunden Probanden.
My jsme potom v naší klinice provedli určité studie se zdravými probandy. Das heißt, alle meine Kollegen mussten Immunobran nehmen. To znamená, že všichni moji kolegové museli brát ten Immunobran. Und wir haben diese NK-Aktivität gemessen, was relativ einfach ist mit diesem Standardtest. A potom jsme měřili tu aktivitu těch NK buněk, což je relativně jednoduché pomocí tohoto standardního testu. Und konnten tatsächlich auch sehen, dass dieses MGN3 diese NK-Aktivität bei diesen gesunden Probanden tatsächlich erhöht. A jak můžete vidět dole, ukázalo se skutečně, že tento materiál MGN3 u zdravých probandů tu aktivitu NK buněk opravdu zvyšuje. Und diese NK-Aktivität ist angestiegen, aber dann auch wieder nach Absetzen dieses Immunobrands gefallen. Ta aktivita skutečně narostla a po vysazení toho Immunobranu zase potom klesala. Wir haben dann versucht im Labor zu schauen, ob dieses MGN3 auch die NK-Aktivität gegen diese K562 stimuliert und haben diese Stimulation verglichen mit dem Interleukin-2, das ja schon vielleicht als Medikament eingesetzt wird, aber den Nachteil hat, einmal Nebenwirkungen zu haben, aber auch den Nachteil, gegenregulatorische T-Lymphozyten zu stimulieren, die Immunantwort wieder supprimieren. My jsme potom se zkoušeli porovnat tady výsledky na tu aktivitu těch NK buněk, ještě porovnat je ještě s dalšími látkami, které jsme použili, kde se ukázalo, že těch vedlejších účinků tam může být více. Wenn wir also diese NK-Zellen nehmen und gegen die K562 diese Standardlinie inkubieren, dann sehen wir ein gutes Killing hier mit circa fast 80%. Wenn wir diese NK-Zellen für kurze Zeit inkubieren mit Interleukin-2 oder mit dem MGN3, dann sehen wir, dass die Aktivierung der NK-Zellen mit MGN3 fast so gut ist oder eigentlich so gut ist wie mit Interleukin-2. No a dole v té tabulce vlastně vidíme, jakým způsobem, jaké hodnoty jsme dosahovali, když jsme inkubovali různými dole uvedenými látkami. Das hat uns positiv überrascht. To nás překvapilo pozitivně. Und wir haben dann diese NK-Aktivität gegen verschiedene Tumorzellen, vor allem aus dem pädiatrisch-onkologischen Bereich, in dem ich arbeite, untersucht. A my jsme potom tedy zkoumali tu aktivitu NK buněk v různých oblastech tumorů. Und haben das eigentlich regelmäßig gefunden. Hier die NK-Aktivität ohne Stimulation mit Interleukin 2 und dann mit MGN3. Hier war die Stimulation nicht ganz so stark wie mit Interleukin 2, aber das schwankt natürlich von Tumorzelle zu Tumor oder von Tumorentität zu Tumorentität. A zjistili jsme přitom tedy, že ta aktivita skutečně odpovídala v určitém rozsahu kolísala, ale to také závisí na tom, že ty tumorové buňky jsou různé. Wir haben es dann gegen Rhabdomyosarkomzellen, also ein Tumor der Muskulatur, untersucht. Potom jsme zkoumali také tumorální buňky Rhabdomyosarkomu. Und Sie sehen hier die NK-Aktivität gegen diese Rhabdomyosarkomzellen, die ist nicht mehr ganz so hoch wie gegen diese Standard K562-Linie. A tady vidíme potom výsledky té aktivity vůči těmto buňkám. Das ist mit Interleukin 2, mit MGN3 und zu unserer Überraschung, wenn wir Interleukin 2 und MGN3 kombinieren, dann kommt es zur additiven synergistischen Wirkung dieser beiden Substanzen. Und die NK-Aktivität wird deutlich stärker erhöht als im Vergleich zu den einzelnen Substanzen. No a dole v té tabulce můžeme potom vidět, že vlastně při použití IL-2 nebo MGN3 tam docházelo k určitému additivnímu účinku. Und wichtig ist auch, dass wir hier relativ niedrige Dosen von Interleukin 2 eingesetzt haben, was vielleicht später im Patienten auch wichtig ist, weil hohe Dosen von Interleukin 2 hat auch viele Nebenwirkungen bei Patienten. A vidíme také v té tabulce, že ty dávky toho IL-2 byly relativně nízké, protože při vyšších dávkách mohou být také relativně silné vedlejší účinky. Wir haben das dann gegen verschiedene andere Tumorzellen untersucht. Das ist immer der Standardvergleich, diese K562
Das sind lymphoblastische Leukämiezellen, das sind Rhabdomyosarkomzellen und ebenfalls andere Rhabdomyosarkomzellen und konnten relativ konstant sehen, dass es jedes Mal zu einer Aktivierung der NK-Zellen gegen diese Tumorzellen kommt. Na, tady z tohoto grafu potom vidíme, jak vypadalo vlastně to, když imunobran aktivoval ty NK buňky proti různým tumorálním buňkám. Hier haben wir es mit Interleukin 15 verglichen und zu diesem Zeitpunkt war Interleukin 15 noch nicht erhältlich für klinische Studien. Auch jetzt ist es noch sehr schwierig zu bekommen. Es gibt derzeit nur 2 klinische Studien mit Interleukin 15, aber Sie sehen, dass hier das Interleukin 15 dem MGN3 überlegen ist. A tady jsme potom viděli vlastně, když jsme použili ten interleukin 15, jaká byla ta reakce a to působení. Aber es auch hier zu einer Aktivierung mit MGN3 kommt. Ale taky potom tady dochází k té aktivaci pomocí MGN3. Und wir haben auch hier additive Effekte, wo ich jetzt keine Daten noch dazu habe oder nicht als Dia. A i tady jsme vlastně potom zjišťovali určité additivní efekty. Wir haben dann weiterhin dieses Ganze untersucht. Bisher waren das alles In-vitro-Experimente im Labor. Aber wir wollten natürlich auch wissen, ob das in vivo auch so ist und haben in einem Neuroblastom-Xenograft-Modell diesen Ansatz nochmal überprüft. My jsme samozřejmě toto všechno také zkoumali laboratorním způsobem, protože jsme tam chtěli vidět ty výsledky a tady jsme vytvořili takový model neuroblastomu. Das Neuroblastom ist ein Tumor im Kindesalter, im Kleinkindalter, sehr bösartig. Die meisten Patienten verstarben leider bisher an diesem Tumor, trotz intensiver Therapie. Es ist kein Hirntumor, wie vielleicht der Name suggeriert, sondern ein Tumor des sympathischen Nervensystems außerhalb des Gehirns. Ten neuroblastom, to je vlastně tumor, který se vyskytuje u malých dětí. Und wir haben diese Neuroblastomzellen, die kann man markieren mit dieser Luciferase, so dass man sie nachher wieder findet, wenn man das in die Mäuse spritzt. Das sind immundefekte Mäuse, die akzeptieren diesen Tumor, der kann dort wachsen. A my jsme potom vzali ty buňky NB označené pomocí luciferázy, ty jsme potom očkovali myším. Haben also diese Tumorzellen dieser Maus gespritzt und gewartet, bis ein Tumor da war. A pak jsme vyčkali, než došlo ke vzniku tumoru. Und haben dann angefangen, diese Mäuse zu behandeln, einmal mit Kochsalz als Kontrolle. A pak jsme samozřejmě začali ty myši ošetřovat a měli jsme také kontrolní skupinu. Dann mit NK-Zellen. Potom jsme pracovali s těmi NK buňkami. Und dann mit NK-Zellen, die wir über Nacht mit diesem MGN3 inkubiert haben, um die NK-Aktivität zu steigern. A pomocí těch NK buněk, které jsme inkubovali tím MGK3. Diese Behandlung wurde für circa 4 Wochen durchgeführt. Das ist immer gar nicht so einfach, diese Zellen in diese kleinen Venen zu spritzen, aber nach einer gewissen Übung geht es. Ono to nebylo samozřejmě úplně nejjednodušší, protože není snadné ty buňky tam očkovat do takových tenoučkých žilek. Aber da wir ja in der Pädiatrie arbeiten, sind wir kleine Venen gewohnt. Ale samozřejmě se to muselo podařit. Und haben dann untersucht, dann kann man mit gewissen Methoden kann man überprüfen bei den Mäusen. Die sind jetzt nicht tot, sondern die sind nur narkotisiert. Pak jsme samozřejmě u těch myší tedy různými metodami dále zkoumali. Ty myši nebyly usmrcené, pouze narkotizované. Kann man also mit bestimmten Methoden wie bei der Szintigraphie diese Luciferase als Lichtemission nachweisen? A my jsme potom určitými metodami tedy snažili tu luciferázu prokázat. Und Sie sehen, je mehr solche Stellen auftreten, desto mehr Tumor, diese blauen Stellen. Že čím více takovýchto míst se tam vyskytovalo, tím větší je tam výskyt tumoru. Und wir können sehen, dass diese Mäuse, die diese NK-Zellen bekommen haben, hier einmal weniger Tumor hatten. A můžeme tam vidět, že ty myši, které dostali ty NK buňky, mají méně tumorů. Und dass aber auch das Überleben der Mäuse dann letztendlich verlängert war durch diese aktivierten NK-Zellen.
A také to přežití těch myší bylo potom delší při těch aktivovaných NK buňkách. Letztendlich sind aber auch alle Mäuse am Tumor verstorben, man hat lediglich die Überlebenszeit verlängert. Ale samozřejmě všechny ty myši potom na toto pošli pouze u těch s těmi NK buňkami jsme jejich přežití prodloužili. Das heißt also, dass man jetzt einen Tumor nicht nur mit NK-Zellen komplett eliminieren kann, man kann aber sicher eine gewisse Balance für eine gewisse Zeit erreichen, zumindest in diesen Mausexperimenten. No to znamená, že pomocí těch NK buněk nemůžeme vždycky úplně tumor eliminovat, ale jak jsme viděli tady u těchto pokusů, můžeme s tím něco dělat. Wir haben dann noch Patienten auch untersucht, die mit Sarkomen, pädiatrische Patienten, denen wir dann dieses MGN3 gegeben haben. Das ist, wird oral genommen als Pulver. My jsme potom zkoumali také pacienty se sarkomy, kterým jsme podávali orálně to MGN3 v formě prášku. Und konnten bei 6 dieser 10 Patienten einen schönen Anstieg dieser NK-Aktivität zeigen. A u 6 z 10 těchto pacientů jsme mohli zjistit slušný nárůst té aktivity. Hier bei einem Patienten sehr eindrucksvoll, der über 3 Monate dieses MGN3 genommen hat. Das war die NK-Aktivität vor Einnahme und dann nach gewisser Zeit sehen Sie, wie hier diese NK-Aktivität auf sehr hoch gegangen ist, was auch sehr zu unserer Überraschung war. Tady potom máme případ jednoho pacienta, kdy potom odpadajícím podávání byla ta aktivita skutečně velmi vysoká, což bylo až překvapující. Das sind noch andere Patienten und diese verschiedenen Effekte zu Target-Ratios habe ich Ihnen schon erklärt. A samozřejmě jsme tam měli další pacienty, kde ten průběh byl poněkud jiný. Noch ein anderer Patient, auch hier hat sehr gut funktioniert gegen verschiedene Tumorzellen, K562 und auch eine Rhabdomyosarkomzelle. Dieser Patient hatte ein Rhabdomyosarkom. Auch hier konnten wir einen schönen Anstieg verzeichnen und auch hier haben wir es mit Interleukin 2 kombiniert am Ende. Und Sie sehen, dass nach die NK-Aktivität wieder abgefallen ist, aber wieder stimuliert werden konnte durch die Kombination von MGN3 und Interleukin 2. Tady jsme, ja. Kann ich das bitte noch lassen, dazu, ja. Ja. Tady vidíme potom výsledky dalšího pacienta, u kterého jsme pomocí té kombinace IL-2 a MGL3 dosáhli odpovídajícího nárůstu té reakce, která potom postupně zase klesala. Wichtig vielleicht auch noch, wir haben gesehen, dass diese T-Zellen beim Priming eine wichtige Rolle spielen und hier gibt es eine interessante Arbeit, dass MGN3 auch dieses Priming und dieses Priming der zytotoxischen T-Zellen verbessern kann durch Stimulation von dendritischen Zellen. Auch das könnte in der Zukunft hinweisen, dass diese Kombination vielleicht nicht nur die NK-Zellen stimuliert, aber auch die T-Zellantwort, aber da gibt es noch zu viel Arbeiten, die wir tady erledigen müssen. Tady se potom také ukázalo, že vlastně při té kombinaci těchto dvou IL-2 a MGN3 se dochází k určitému zvýšení té stimulace, a to nejen u těch NK buněk, nýbrž také u té buněk. So dass wir noch viele, viele Fragen haben, die wir erforschen müssen und vielleicht in den nächsten Jahren Ihnen die Antwort geben können. Tady se ukázalo tedy, že je tady ještě celá řada otázek, kterými se musíme dále zabývat a možná, že příští léta na ně přinesou odpovědi. Damit bin ich am Ende. Tím jsem dospěl ke konci mé přednášky. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Děkuji vám za pozornost.